Welcome to the RC3. Einen wunderschönen guten Morgen auf der Franconian.net Stage. Heute der Einstieg mit einem etwas ernsteren Thema. Gewalt gegen Frauen ist in der realen wie eben auch in der digitalen Welt ein großes und wichtiges Thema. Gerade in der digitalen Welt ist das Thema unheimlich breit gefächert. Pia und Mia klären uns unter anderem über die möglichen Ursachen, Erscheinungsformen sowie die Strafbarkeit auf. Und somit übergebe ich das Wort an Pia und Mia und ihrem Talk Digitale Gewalt gegen Frauen. Ja, hallo. Freuen uns sehr, heute hier zu sein. Wir freuen uns sehr, heute den Vortrag präsentieren zu dürfen. Und genau, ich bin Pia und ich übergebe gleich an meine Kollegin Mia und melde mich später gleich nochmal. Mia, wie gesagt, auch bei Reconquista Internet Hass melden aktiv und ich würde sagen, wir starten direkt. Es geht heute um das Thema digitale Gewalt gegen Frauen und welche Dimensionen diese Denkmuster, diese frauenfeindlichen Denkmuster im Netz denn überhaupt haben. Unsere Agenda sieht folgendermaßen aus. Erstmal, um was geht es eigentlich? Welche Formen kann diese digitale Gewalt annehmen? Welche Herleitung und welche Relevanz hat das ganze Thema überhaupt? Welche Probleme und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Betroffenen? Und aber auch ganz wichtig, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir? Am Ende gehen wir dann in einen gemeinsamen Austausch. Zu Beginn noch mal ein paar Worte zu uns. Wie gesagt, wir sind Pia und Mia. Wir sind beide von Reconquista Internet. Uns gibt es als Initiative seit 2018 und wir setzen uns ehrenamtlich für mehr Vernunft im Netz ein. Unsere Schwerpunkte dabei sind mittlerweile Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit und die Unterstützung der Rechtsdurchsetzung im digitalen Raum. Der letzte Punkt wird von uns größtenteils über Hassmelden umgesetzt. Das ist eine Meldestelle, die wir gegründet haben und seit über einem Jahr, über anderthalb Jahren mittlerweile gehen dann jeden Monat tausende Tickets zu potenziell strafrechtlich relevanter Hassrede über unseren Tisch. Das heißt, wenn man was im Netz gefunden hat, von dem man denkt, das könnte strafbar sein, dann kann man das an uns melden, anonym. Wir überprüfen das und wenn wir denken, da könnte eine Strafbarkeit vorliegen, reichen wir das weiter und wird von uns zur Anzeige gebracht, wobei der Nutzer komplett anonym bleibt. In den anderthalb Jahren sind über 100.000 Meldungen bei uns eingegangen und wir haben bereits 28.000 Anzeigen gestellt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und die Tendenz ist steigend. Ja, um was geht's denn heute überhaupt? Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vor ein paar Monaten haben Joko und Klaas in ihrer Fernsehsendung das Thema digitale Gewalt gegen Frauen aufgegriffen und haben mal gezeigt, was Frauen sich im Netz überhaupt anhören müssen, was sie für Bilder bekommen teilweise, wie sie angegriffen werden und wie sie aktiv eingeschüchtert werden und im Endeffekt, wie Frauen aus dem digitalen Diskurs herausgedrängt werden mit ziemlich perfiden Mitteln. Wir haben dazu mal ein paar Zahlen mitgebracht. Wir machen mal so ein kleines Rate-Antwort-Spiel. Es wurden 500 Frauen zwischen 18 und 55 Jahren befragt. Und wie viele dieser befragten Frauen haben denn bereits digitale Gewalt erlebt? 25%, also ein Viertel dieser Frauen haben das schon erlebt und können da sehr viel darüber erzählen, wie sich das anfühlt. Wie viele dieser Frauen haben sich denn daraufhin auch in ihrer Sicherheit bedroht? Und das ist nicht nur im digitalen Raum, sondern auch ganz wichtig im analogen Raum. Das waren die Hälfte. Wie viele Mädchen zwischen 15 und 24 Jahren haben denn schon Belästigung in sozialen Medien erlebt? Da haben wir 58%. Also bei der jüngeren Gruppe ist es noch mal schlimmer. Das geht über Bedrohung, Beleidigung, Diskriminierung. Es gibt sexuelle Angriffe auf Mädchen auch in dem Alter. Und das kann man sich alles im Weltmädchenbericht 2020 von Plan International durchlesen. Da ist das nochmal sehr viel ausführlicher erklärt und die Bandbreite wird dadurch noch etwas deutlicher. Das Problem geht allerdings auch bis in die Politik. Es gibt eine Umfrage unter weiblichen deutschen Bundestagsabgeordneten. Und wie viele von denen sind denn bereits Opfer von Hassrede geworden?
Das sind sage und schreibe 87%. Manche davon bekommen die Hassrede tagtäglich zu spüren. Das sind meistens Frauen, die ganz besonders im Rampenlicht stehen, die sehr politisch im Fokus stehen, dementsprechend öfter in den Medien auftauchen und die deshalb häufiger angegriffen werden als andere und deshalb auch schon bis hin zu konkreten Bedrohungen dann alles erlebt haben und unter Polizeischutz gestellt wurden. Ich gebe an dieser Stelle weiter an Pia und Pia erzählt uns was zu den Formen digitaler Gewalt. Genau. Und als Einstieg für die Form der digitalen haben wir eine kleine Einführung mitgebracht. Und zwar ist das ein Bild von der Plattform Instagram. Das ist Lena Meyer-Landrut, eine deutsche Sängerin und sehr bekannt. Die meisten kennen sie, denke ich. Und sie hat zum Internationalen Frauentag ein Bild von sich im Urlaub gepostet. Da hat sie ein Bikini an. Es ist jetzt kein Nacktbild oder so. Sie schaut nicht sonderlich lasziv irgendwas. Es ist einfach ein Urlaubsbild im Bikini und hat drunter geschrieben: Happy International Women's Day, embrace yourself, sende Sonne und Liebe. Also man könnte sagen, okay, eigentlich jetzt nichts sonderlich Aufregendes. Und trotzdem ist es so, dass da sich eine Vielzahl von Kommentaren drunter gehäuft hat, die wir uns mal angeschaut haben und ein bisschen sortiert haben. Wir fangen mal mit den, ich sag mal, am wenigsten schlimmsten eigentlich an. Die sind aber trotzdem so Sachen wie, ja, warum bist du denn nicht in der Küche? Zieh doch mal was über deine Unterwäsche an. Wichsvorlage, du Pfütze, wahrscheinlich Fotze, I don't like you und so weiter. Also schon mal Kommentare, wo man sich überlegt, okay, würde die eigentlich ein Mann in einer Badehose auch bekommen? Wenn man ein bisschen weiter schaut, dann wird es schon ein bisschen heftiger. Okay, heißes Ding, sieht echt geil aus, du Maus, wirklich lecker und so weiter. Also Kommentare, die auf jeden Fall schon sexuelle Belästigung sind und die man wirklich nicht, also nicht unter seinem Bild haben möchte. Wenn man dann nochmal weiter schaut, dann gibt es auch Kommentare, die sind nicht direkt sexuelle Belästigung, aber schon einfach, ich sag mal, creepy, einfach seltsame Kommentare, die vielleicht auch beängstigend sein könnten, wie: ich bin schon immer in dich vernarrt, zahlreiche Kuss-Emojis, ich liebe dich so sehr, mein Schatz, ich liebe dich, bitte komm zu mir. Kommentare, die schon einen auch sehr bedrängen können. Weitergehend wird es dann aber zum Teil auch wirklich heftig. Ich will in dir kommen, wer vögelt dich jetzt am Strand, geiler Körper, ich will dich und so weiter. Also wirklich, ja, muss man, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Jetzt ist es so, dass die einen möchten in ihr kommen und finden sie sehr geil. Andere sagen wiederum: oh, Knabenkörper, du musst mal mehr essen. Oh Gott, wie dürre. Tolles Vorbild für alle, die mit Bulimie anfangen wollen. Du bist viel zu dünn, da sitzt ein Knochen auf der Palme. Mit Hashtag mehr Essen für Lena. Also wow, okay, also anscheinend kann man es dann wirklich auch nicht allen recht machen. Die einen finden sie geil, die anderen finden es zu dünn. Okay, wow. Und dann sieht man bei den anderen Kommentaren ja noch, bei der nächsten Slide, dass sie sich ja dann auch noch, ja, sie hat ja am Women's Day was geschrieben und das kann doch nicht sein, dass sie sich im Bikini am Women's Day im Internet präsentiert. Dafür haben Frauen jahrzehntelang um ihre Rechte gekämpft, damit sie sich heute halbnackt im Internet präsentieren. Also wow, anscheinend ist das auch nicht in Ordnung und kann man so. Also das war eigentlich nur ein Beispiel, ein Bild. Wirklich nicht sonderlich aufregend, wirklich, man kann da nicht sagen, es ist eine krasse Provokation und trotzdem gibt es eine Unzahl von verschiedenen Kommentaren, die man als Frau im Internet über sich ergehen lassen muss. Und bei den meisten dieser Kommentare könnt ihr euch ja wirklich auch überlegen, okay, hätte ein Mann in Badehose diese Kommentare auch bekommen? Ich glaube, bei den meisten nicht. So, heute geht es um digitale Gewalt. Was ist eigentlich digitale Gewalt? Das ist ein krasser Begriff. Der Begriff umfasst aber gemeinhin vor allem diese verschiedenen Formen der Herabsetzung, Belästigung, Diskriminierung und Nötigung anderer Menschen mithilfe elektronischer Kommunikationsmittel. Also wie über soziale Netzwerke, wie gerade über Instagram, aber auch in Chaträumen, beim Instant Messaging, wie WhatsApp, Telegram und so weiter, aber auch einfach mittel die Telefone. Diese Definition ist vom Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Was ist eigentlich jetzt so besonders an digitaler Gewalt und was unterscheidet es von, ich sag mal, analoger Gewalt oder das, was wir bisher kennen? Digitale Gewalt findet ständig statt, rund um die Uhr. Die Belästigung endet nicht irgendwie nach der Schule oder so, sondern sie findet einfach überall dort statt, wo digitale Medien auch genutzt werden können. Also einfach 24, 7 Tage die Woche. Es hat ein sehr großes Publikum,
weil im Internet veröffentlichte Verunglimpfungen sich sehr, sehr schnell verbreiten und sehr leicht. Sie haben ein sehr großes Publikum und sie können einfach auch nicht oder schwer gelöscht werden. Das wissen die meisten, die mal schon mal versucht haben, bei zum Beispiel einem sozialen Netzwerk etwas löschen zu lassen. Sie sind häufig anonym. Das senkt enorm die Hemmschwelle und erschwert auch die Möglichkeit der strafrechtlichen Verfolgung, wenn man dann zum Beispiel eine Beleidigung oder eine sexuelle Belästigung anzeigen möchte. Was dann aber auch noch ist, ist, dass sie tatsächlich selten spontan entstehen. Also es gibt schon gezielt und systematische Vorgehensweisen, wo Kommentare so eingesetzt werden, um eine bestimmte Gruppe zu diskriminieren, um diese dann auszuschließen und zurückzuziehen. Und das findet dann vor allem im Bereich Politik statt, wenn zum Beispiel Frauen politisch aktiv sind, dass man versucht, diese aktiv aus dem Diskurs herauszudrängen. Die ganzen Formen digitaler Gewalt sind sehr unterschiedlich. Es ist eine Riesenvielzahl. Wir werden heute nicht über alle reden, sondern wir haben uns welche rausgesucht, einfach weil es sonst den Vortrag sprengen würde. Und wir sprechen heute insbesondere über, kurz die nächste Slide, genau, die Androhung von sexueller Gewalt, digitale Belästigung, Bodyshaming, Beleidigungen und auch da sexualisierte Beleidigungen und auch über die Zusendung pornografischer Inhalte. Wir beginnen mit der sexualisierten Beleidigung. Das sind erstmal einfach, ich sag mal, nur Beleidigungen, aber Beleidigungen, die ein geschlechtsspezifisch auf Frauen abzielen und diese abwerten, wie zum Beispiel Fotze, Schlampe, Nutte und so weiter. Aber auch Beleidigungen, welche die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft abwerten. Das hatten wir vorhin bei einem Kommentar, geh doch zurück in die Küche oder auch eine Gebärmaschine. Das sind so typische sexualisierte Beleidigungen. Indirekt natürlich auch Beleidigungen durch zum Beispiel so wie Hurensohn oder deine Mutter macht dies, deine Mutter macht das. Das sind auch Beleidigungen, die vor allem ganz genderspezifisch auf Frauen abzielen. Wir haben ein paar Beispiele. Also wir gehen jetzt diese Formen durch, zeigen diese verschiedenen Formen und haben dann auch mal Beispiele aus den sozialen Medien dabei. Hier von Twitter, wo kommst du her, du Schlampe, Fotze. Ich muss jetzt nicht alle vorlesen, aber ich denke, jede und jeder von euch hat da schon mal welche gesehen. Wie ist es eigentlich jetzt rechtlich? Ob sexualisiert oder nicht, die Beleidigung ist strafbar nach § 185 StGB. Muss angezeigt werden, ist ein Antragsdelikt. Das heißt, die beleidigte Person muss das selbst anzeigen. Nur so kann ermittelt und verfolgt werden. Dann kommen wir zu einer anderen Form, die Androhung und auch Billigung sexueller Gewalt. Das sind so ganz geschlechtsspezifische Androhungen von Gewalt, insbesondere sexueller Art, wie zum Beispiel Vergewaltigungen. Das sieht man auch sehr oft. So, dich müsste man mal oder ich hoffe, du wirst mal vergewaltigt. Also es ist eine Billigung, aber auch eine Gutheißung von sexuellen Straftaten. Beispiele sind dann, haben wir eins hier von Sausan Chebli, die im Internet immer sehr viel über sich ergehen lassen muss. Verlassen Sie unser Land, Sie rassistische Kameltreiberin. Ich hoffe, Sie werden von Asylanten vergewaltigt und rotgefickt. Ich denke, da muss man auch nichts mehr dazu sagen. Da gibt es auch einen Paragraphen, auch Strafgesetzbuch, und zwar Paragraph 240, Nötigung. Werden Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Also auch hier lohnt es sich auch anzuzeigen. Es lohnt sich mal ins Strafgesetzbuch zu schauen und sich bewusst zu werden, dass bloß weil wir im Internet sind, es nicht heißt, dass unsere Gesetze nicht gelten. Dann haben wir die sexuelle Belästigung, diesmal digitale sexuelle Belästigung. Das sind alle unerwünschten Bemerkungen, Kommentare und Aufforderungen zu sexuellem Inhalt, zum Beispiel auch so anzügliche Witze, sexuell zweideutige Bemerkungen, Fragen, private Fragen, Fragen zur Intimsphäre, aber auch Bemerkungen und beleidigende Kommentare zu Kleidung, Aussehen und Intimsphäre, aber natürlich auch sexuelle oder distanzlose Aufforderungen. Da als Beispiel. Genau. Das sind tatsächlich jetzt auch wieder die Beispiele von Lena Meyer-Landrut von vorhin. Darf ich mit schwimmen gehen? Ich habe ja keine Badehose, das heißt ja nichts dagegen, wenn die. Natürlich der Aubergine-Emoji und
Hier ist auch noch ein Chatverlauf, wo eine 13 oder in dem Chatverlauf eigentlich 13-Jährige mit jemandem schreibt, der dann eben auch sehr schnell sehr anzüglich wird und belästigend. Also hier nur auch nochmal ein Beispiel aus WhatsApp, um zu zeigen, dass sich das jetzt nicht nur auf die großen öffentlichen sozialen Medien bezieht. Die Rechtslage bei der sexuellen Belästigung ist ein bisschen diverser. Es gibt einmal dieses Non-Consensual Sexting, das fällt meistens unter die Verbreitung pornografischer Schriften. Es gibt die sexuelle Belästigung, das sind dann meist sexuelle Beleidigungen. Also da gibt es nicht wirklich einen konkreten Paragraphen, sondern es würde wieder unter 185 StGB fallen. Und da gibt es natürlich auch, wie in dem Beispiel vorhin aus WhatsApp, das Cyber-Grooming, das ist ein gezieltes Ansprechen von Kindern im Internet, um sexuellen Kontakt herzustellen. Das fällt meistens unter sexueller Missbrauch von Kindern, gegebenenfalls auch Kinderpornografie. Ja, dann das Phänomen Dickpics, das darf in dem Vortrag natürlich nicht fehlen. Ein Dickpic ist umgangssprachlich ein Bild eines Penis, üblicherweise im erigierten Zustand, das übers Internet verschickt wird. Und dieses Bild zählt als sexuelle Belästigung, wenn es eben ohne Zustimmung des Empfängers versendet wird. Geschieht in der Regel aus exhibitionistischen Gründen. Da haben wir jetzt mal ein geschwärztes Beispiel. Ich denke, da sind wir alle froh drum. Es taucht immer wieder auf. Es gibt die eine Seite auf Instagram, die heißt Anti-Flirting. Die sammeln solche Chatverläufe. Und es sind unglaublich viele. Und da sind es total beiläufig, nicht schlimme Chatverläufe, nicht sexuelle Chatverläufe, wo dann eben irgendwann auf einmal ein Bild eines Penis verschickt wird, was man einfach nicht möchte, wo auch gefragt wird, magst du, möchtest du, und die Frau sagt eben nein, es wird trotzdem eins verschickt. Das hat einen ganz klaren Paragraphen, das ist leicht zuordbar. Das ist Paragraph 184 StGB, Verbreitung pornografischer Schriften. Wer eine pornografische Schrift heißt rechtlich, kann auch ein Bild sein, es ist nicht die Schrift, die wir umgangssprachlich als Schrift bezeichnen, an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein, das ist besonders wichtig, wird mit so einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft. Also hier eigentlich sehr klar abgrenzbar. So, dann haben wir noch eine Form, und zwar das Bodyshaming. Das haben wir auch mal mit reingenommen, weil das auch eine Form digitaler Gewalt ist, die besonders häufig Frauen betrifft. Bodyshaming heißt dabei die Abwertung einer Person aufgrund äußerer Merkmale. Das kann von kleinen Bemerkungen bis zu Beleidigungen bis hin zu Mobbing oder Ausgrenzung gehen. Die häufigste Form davon ist das Fettshaming. Es kann grundsätzlich aber auch wirklich alle treffen. Vorhin in dem Beispiel von Lena Meyer-Landrut war das ja auch Bodyshaming, wenn man sagt, ein Knabenkörper, du bist doch viel zu dünn, ess doch mal was. Das fällt auch unter Bodyshaming. Also es muss nicht immer das Fettshaming sein. Und hier haben wir auch Beispiele. So eine fette Drecksau will doch kein Mensch ficken. Oder auch, wenn politisch engagierte Frauen körperliche Merkmale haben, die genutzt werden, um sie abzuwerten und um sie auch aktiv aus dem politischen Diskurs zu drängen. Die grüne Wuchtbrumme und grün eben dann auf die politische Gesinnung bezogen. Oder eben auch dieses Narrativ, was sehr oft auftaucht, ist, dass eine Frau sei so hässlich, sie findet keinen deutschen Mann und muss deswegen hier in einem Beispiel einen Asylbetrüger nehmen. Dieses Narrativ wird auch sehr oft bedient in diesen Medien. Die Rechtslage ist da, ich würde mal sagen, mit am unsichersten. Es ist oft justiziabel. Es hängt aber oft vom Einzelfall ab. Also meistens kann es dann unter Beleidigung fallen, also 185 StGB. Es können aber auch andere Delikte in Frage kommen. Also da müsste man von Fall zu Fall nochmal schauen. Wie ich aber vorhin auch schon mal gesagt habe, es lohnt sich oft oder fast immer eine Anzeige, um einfach klarzumachen, dass wir hier nicht in einem rechtsfreien Raum sind, auch im Internet nicht. So,
Wir sind gut in der Zeit, fast ein bisschen zu schnell. Ich übergebe mal an Mia, die jetzt etwas über die Herleitung, also woher kommt überhaupt dieses Problem und warum ist das Problem Gewalt, digitale Gewalt gegen Frauen denn überhaupt relevant? Genau, also ich erzähle jetzt etwas zur Herleitung und zur Relevanz. Erst einmal digitale Gewalt im Rahmen von sozialen Beziehungen. Wer sind überhaupt die Täter, die TäterInnen? Wer sind die BeziehungspartnerInnen, die da mit reingezogen werden? Und häufig geht es tatsächlich aus von ehemaligen PartnerInnen, die die Trennung nicht verkraftet haben, vielleicht die dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin das aktuelle Glück nicht gönnen möchten oder eben auch immer wieder zeigen möchten, du bist gar nicht in der Lage, ohne mich zu leben und du brauchst mich definitiv und sich deshalb immer wieder in Erinnerung rufen. Und das teilweise eben auch über sehr, sehr übergriffige Art und Weise. Digitale Gewalt findet häufig auch statt im Rahmen von häuslicher Gewalt oder eben auch in sexualisierter Gewalt. Das heißt, die Opfer haben auch öfters schon im analogen Bereich Dinge erlebt, die auch sich in der digitalen Gewalt später wiederfinden. Wir haben schon über den Raum gesprochen, in dem das stattfindet. Und ganz wichtig ist nochmal zu betonen, es sind wirklich sehr, sehr häufig Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie zum Beispiel PolitikerInnen oder JournalistInnen. Und da eben, weil sie sich engagieren und weil es vielen Leuten nicht passt, dass sie das tun und man sie deshalb aus dem Diskurs rausdrängen möchte und sie einschüchtern möchte. Die TäterInnen sind dabei häufig nicht allein unterwegs. Es gibt koordinierte Gruppen, die so etwas tun. Und das sind dann sogenannte Trollnetzwerke. Wir zum Beispiel haben uns ursprünglich mal als Reaktion auf ein mittlerweile offiziell aufgelöstes Trollnetzwerk gegründet. Und solche Netzwerke koordinieren sich eben, um gezielt Angriffe auf PolitikerInnen, JournalistInnen zu fahren. Was allerdings nicht bedeutet, dass Menschen außerhalb dieser politischen oder journalistischen Rahmen das nicht erleben. Das haben wir ja gerade auch schon in den Beispielen gesehen. Es kann wirklich jeden und jede von uns treffen. Und wir haben allerdings trotzdem Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Dazu hören wir später auch noch ein bisschen was. Die Hintergründe sind meistens, dass bereits existierende Gewaltdynamiken und Machtverhältnisse weiter manifestiert werden sollen. Und das ist letztendlich eben die Fortsetzung von diesen Verhältnissen, aus denen Täter und Opfer kommen. Und auch hier geht es eben darum, wer die Handlungsmacht und die Kontrolle hat. Es geht um Sichtbarkeit, wer darf sprechen, wer darf gehört werden und vor allen Dingen, wer darf es nach Meinung der TäterInnen nicht. Und wer soll mundtot gemacht werden? Wer soll sich am besten ganz zurückziehen, weil er oder sie so eingeschüchtert ist, dass er sich nicht mehr traut, etwas am digitalen Diskurs beizutragen? Es ist teilweise etwas traurig, wie mit den Betroffenen umgegangen wird. Manche hören von Freunden, von Verwandten oder in manchen Fällen leider auch auf den Polizeidienststellen, ja, klappt doch einfach den Laptop zu. Das ist für die Betroffenen überhaupt nicht gut, weil es eben genau dazu führt, dass man nicht mehr an dieser Plattform Internet teilnimmt am Ende. Und das möchten wir auf jeden Fall verhindern. Es soll niemand gezwungen werden, sich aus dem Internet zurückzuziehen, nur weil er dort angegriffen wird. Das ist überhaupt nicht der Weg, den man da gehen sollte. Wobei man sagen muss, auf den Polizeidienststellen hat sich auch in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel entwickelt. Da gibt es viele positive Entwicklungen. Es gibt Beamte, Beamtinnen, die weiter fortgebildet werden und wissen, wie man mit den Opfern umgehen soll. Trotzdem gibt es in vielen Bereichen immer noch das Problem, dass nicht ganz klar ist, wer ist dafür denn jetzt eigentlich zuständig, wer ist denn der Ansprechpartner dafür, wem kann man da am besten so einen Fall an die Hand geben, wenn da jemand auf die Dienststelle kommt und Hilfe sucht. Und in den Bereichen muss eben auch viel nachgebessert werden. Ein anderes Phänomen ist das Victim Blaming. Das kennt ihr bestimmt auch, den Begriff, dass die Schuld beim Betroffenen gesucht wird. Zum Beispiel, ja, aber du musst dich ja jetzt nicht so sehr wundern, dass du deinen Dickpick bekommen hast, weil du hast ja eben auch einen ziemlich tiefen Ausschnitt in deinem Profilbild.
Das ist eine ganz, ganz gefährliche Art und Weise, damit umzugehen, weil es eben den Opfern suggestiert, dass sie eben die Ursache dafür sind, dass jemand anderes eine Straftat begangen hat und was eben noch weiter dazu führt, dass die Opfer sich zurückziehen. Ein drittes Phänomen ist, dass Hate Speech und Beleidigungen im Netz ganz oft eben nicht als reale Gewalt angesehen werden, sondern als etwas, das eben ja nur im Internet stattfindet und was ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Wir haben allerdings in den letzten Jahren immer wieder Fälle mitbekommen, wo Hate Speech aus dem Netz dann doch den Weg ins Analoge gefunden hat. Im Bereich Volksverhetzung ist das zum Beispiel bei Walter Lübcke auch geschehen, dass es online zu Mordaufrufen kam und er später erschossen wurde. Also es spielt der digitale Bereich mit rein. Außerdem kommt es eben auch dazu, wenn Frauen im Netz beleidigt werden, sexualisiert beleidigt werden, herabgesetzt werden, dass sie auch im analogen Leben beginnen, sich anders zu verhalten, sich vielleicht nicht mehr so sehr trauen, ihre Meinung zu sagen, weil vielleicht wird es dann ja im Netz noch schlimmer und vielleicht kriege ich dann den nächsten Shitstorm ab und kriege die nächste Vergewaltigung angedroht. Und das führt eben zu dieser Verhaltensänderung im analogen Bereich. Zusätzlich dann eben die Frauen, die im privaten Bereich sowieso schon Gewalt erlebt haben, für die wird es dann noch mal schlimmer, wenn diese Gewalt im digitalen Bereich weitergeht und sie sich noch nicht mal dahin irgendwie flüchten können. Die Folgen für die Betroffenen sind Angst, Panikattacken, es kann zu Suizidgedanken kommen. Man isoliert sich selbst von seinen Sozialkontakten und verzichtet auch auf soziale Medien. Man zieht sich aus dieser digitalen Öffentlichkeit zurück, die ja eigentlich jedem und jeder von uns zur Verfügung stehen sollte und hat dadurch, durch diese gesamten Verhaltensweisen, die durch die digitale Gewalt entstehen, auch im Endeffekt geminderte Chancen in Beruf und Karriere. Es wird leider eben, das Ego wird herabgesetzt, man traut sich nicht mehr so viel, man hat Angst, was passiert mit mir, wenn ich jetzt mich nochmal auf Facebook zu einem politischen Thema äußere oder wenn ich jetzt nochmal mein Profilbild ändere. Man traut sich einfach viel, viel, viel weniger und das zieht sich dann am Ende durch den kompletten Lebensbereich. Im Allgemeinen kommt es durch digitale Gewalt zu Unterdrückung von unliebsamen Meinungen und einzelne Personen werden von der Teilhabe an der demokratischen digitalen Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das ist natürlich ein Problem, wenn wir sagen, wir leben hier in einer Demokratie und jeder soll die Möglichkeit haben, sich zu Themen zu äußern. Und das findet eben auch viel, viel häufiger als vor ein paar Jahren mittlerweile im Internet statt. Und wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen sich da nicht mehr äußern, dann ist das ein ziemlich großes Problem. Wir haben mit betroffenen Frauen auch mal darüber gesprochen, die eigentlich sich ganz gerne auch in der Kommunalpolitik betätigen möchten, aber bewusst gesagt haben, ich mache das nicht. Ich habe gesehen, was bei anderen Politikerinnen passiert ist im Netz, auch Kommunalpolitikerinnen, also auf einer Ebene, die echt weit auch vom Bundestag oder von Frauen wie Claudia Roth entfernt ist, die eben sehr, sehr viel Hate Speech im Netz erleben. Die sagen einfach, ich will mir das nicht antun. Ich habe Angst um mich selber, um meine Psyche. Ich habe Angst um meine Familie und ich möchte das nicht. Und deshalb beteilige ich mich nicht öffentlich an der Politik. Und das ist ein erklärtes Ziel von bestimmten ziemlich rückwärtsgewandten Gruppen in unserer Gesellschaft, die eben doch durchaus der Meinung sind, dass Frauen an den Herd gehören und in der Politik nichts verloren haben. Und indem man die gezielt einschüchtert, kann man sie eben aus dieser Politik raushalten. Wir haben im Vorfeld dieses Vortrags gemerkt, es gibt kaum Literatur zu dem Thema. Also wir haben lange recherchiert. Und wir haben festgestellt, es gibt, wie gesagt, von Plan International gibt es eine sehr gute Studie, die ist aber auch noch nicht so alt. Und andere Studien ist das Problem, dass die Vergleichsgruppen, die befragt worden sind, die sind meistens immer sehr, sehr klein. Es gibt kaum repräsentative Informationen zu dem Thema. Und ja, also es muss definitiv mehr geforscht werden, es muss mehr aufgeklärt werden und den Betroffenen muss auch gezeigt werden, du bist damit nicht alleine, du kannst tatsächlich auch was tun. Ja, was kann man denn tun? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es, wenn man betroffen ist?
Wir haben ja einmal zum Einstieg zu den Handlungsmöglichkeiten etwas auf Twitter gefunden. Katrin Wessling hat geschrieben, bei Instagram hat ein Mann mir was Sexistisches, Übergriffiges geschrieben. Hab ihn darauf hingewiesen und gebeten, sowas nie wieder einer Frau zu schicken. Und er hat sich sofort entschuldigt und es eingesehen. Ich schalte jetzt, genau jetzt, das Internet aus, weil besser wird's nicht mehr. Das ist jetzt ein klein bisschen mal was zum Lachen auch zwischendurch. Es gibt natürlich aber auch andere Möglichkeiten, als darauf zu warten, dass es Einsicht gibt und dann das Internet auszuschalten, sondern man kann natürlich zuallererst an das Netzwerk melden. Wenn mir jemand auf Facebook unter einem Beitrag von mir kommentiert, dass er mir eine Vergewaltigung durch Flüchtlinge wünscht, was übrigens öfters auch mal in den Bereich der Volksverhetzung geht, kann man dann auch anzeigen. Dann kann ich das an das Netzwerk melden und wenn man ein bisschen Glück hat, dann kann es auch geblockt werden durch Facebook, Twitter, YouTube. Allerdings haben wir da durch unsere eigene Arbeit auch festgestellt, dass das in sehr vielen Fällen auch einfach mal nicht passiert und dass dann man die Rückmeldung bekommt, ja, der hat dir jetzt was geschrieben, aber es verstößt ehrlich gesagt auch nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards, aber wir verstehen natürlich, dass dich das jetzt beschäftigt und für dich unschön anzusehen ist. Und das ist natürlich ein bisschen zynisch, wenn man vorher eine sexualisierte Beleidigung an Facebook oder Twitter gemeldet hat. Und damit ist den Betroffenen eben definitiv nicht weitergeholfen. Eine weitere Möglichkeit ist, denjenigen oder diejenige zu blocken, die mir so etwas geschrieben hat. Und dazu kann man auch nur raten, weil wenn jemand mir so etwas schreibt, dann hat er sich eigentlich definitiv sofort disqualifiziert, weiter mit mir im Diskurs zu bleiben. Und da kann man dann auf Facebook kann man blockieren, auf Twitter kann man stumm schalten, blockieren oder dann eben melden. Das sind da die drei Schritte. Auf YouTube geht das ebenfalls. Und wir würden uns auch wünschen, dass die Medienhäuser, die großen Medienhäuser, diese Funktion viel öfter nutzen und ihre Kommentarspalten mal vernünftig moderieren. Wir wissen, dass das eine ziemlich große Aufgabe ist, aber wir wissen eben auch, dass die Medienhäuser da eine Verantwortung tragen, dass der digitale Diskurs eben nicht verrutscht in eine Richtung, die am Ende niemand haben möchte und die einfach dadurch zustande kommt, dass bestimmte Gruppen der Meinung sind, es wäre vollkommen in Ordnung, Frauen sexualisiert zu beleidigen oder Ex-Partner herabzusetzen in der Öffentlichkeit. Mhm. Deshalb appellieren wir da immer an die Medienhäuser, bitte blockt öfter. Jemand, der sich so verhält, der hat ehrlich gesagt bei euch im Diskurs auch nichts mehr verloren und ihr habt da ein bestimmtes Hausrecht, was ihr auch durchaus ausüben dürft. Es gibt für die Opfer die Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen, zum Beispiel bei BFF, das ist Frauen gegen Gewalt e.V. Es gibt den Weißen Ring, das ist eine Opferberatungsstelle und es gibt das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Und da haben Betroffene sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht bei allen drei Organisationen und da bekommt man es dann eben mit Menschen zu tun, die einem wirklich sehr, sehr, sehr hilfreiche Tipps geben können. Und die da durchaus auch rechtlich nochmal unterstützen können und einem Tipps geben, wie gehe ich jetzt weiter vor und wie verhalte ich mich, wenn ich jetzt auch mal was zur Anzeige bringen möchte. Wenn man sich entscheidet, dass man den Inhalt, den man da gelesen hat, bekommen hat, zur Anzeige bringen möchte, dann ist es wichtig, ein paar Dinge zu beachten. Ganz direkt am Anfang sollte man einen Screenshot anfertigen. Und auf diesem Screenshot muss der Kontext zu sehen sein. Es muss ersichtlich sein, wer hat mir das geschrieben. Und ganz wichtig, es muss ein Datum und eine Uhrzeit zu sehen sein und am besten auch noch der Link, was bei Privatnachrichten manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber wenn es öffentlich passiert ist, dann kann man da auch sich den Link mit screenshotten. Das fällt unter Beweissicherung und je mehr Informationen aus diesem Screenshot herauszulesen sind, desto einfacher macht man es damit am Ende den Ermittlungsbehörden. Es gibt dafür verschiedene Tools, die man benutzen kann und natürlich aber auch einfach die eingebaute Screenshot-Funktion von seinem Gerät. Wenn man durch diese Inhalte so sehr belastet ist, dass man das gerade eigentlich selber gar nicht machen möchte mit den Screenshots, dann kann man eine Vertrauensperson heranziehen. Vielleicht ist es der neue Partner, die neue Partnerin, jemand aus der Familie, Freunde,
wen auch immer man da hat. Also jemand, der einen da bei der Beweissicherung unterstützen kann und jemand, der aber auch mental nochmal da ist und einen da eventuell auch nochmal in den Arm nimmt, was momentan bei Corona hin und wieder etwas schwierig werden könnte. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie eine Vertrauensperson da auch nochmal helfen kann. Die rechtlichen Handlungsmöglichkeiten sehen so aus, dass man natürlich bei der Polizeidienststelle oder bei der Online-Wache oder über hassmelden.de, dazu erzählen wir später nochmal was, eine Strafanzeige stellen kann. Das ist kostenlos. Wenn man zivilrechtlich vorgehen möchte, zum Beispiel Unterlassung, Löschung, Widerruf, Schadensersatz, dann ist es kostenpflichtig und dann ist eben die Frage, ob man sich das gerade leisten kann oder wie man da versichert ist. Genau, hassmelden.de habe ich gerade schon erwähnt und habe ich anfangs auch schon mal erwähnt, ist eine Plattform, die von uns vor anderthalb Jahren ins Leben gerufen worden ist, weil wir uns gedacht haben, es ist schon ein bisschen traurig, dass so viel Hass im Netz verbreitet wird und dass ganz viele Leute sich aber gar nicht trauen, zur Polizei zu gehen und das anzuzeigen und manche auch gar nicht wissen, dass sie das überhaupt machen können. Und wiederum andere sagen, ich bin in meinem Leben schon so oft von radikalen Menschen angegriffen worden oder halt auch in diesem Kontext von meinem Ex-Partner, dass ich mich gar nicht traue, das zu machen, weil dann stehe ich ja auch in irgendwelchen Akten drin und das möchte ich nicht. Dann haben wir gesagt, wir möchten diesen Leuten eine Hilfe mit an die Hand geben. Das haben wir dann via hassmelden.de getan. Bei uns kann man digitale Straftaten anonym und vor allen Dingen unkompliziert anzeigen. Und das funktioniert über zum Beispiel eine App, die es mittlerweile gibt für iOS und Android. Man findet einen Link, sagt, okay, das finde ich jetzt schon ein bisschen krass. Ich weiß nicht, ob es strafbar ist oder nicht. Und ich würde es aber gerne überprüfen und eventuell auch anzeigen lassen, ohne dass mein Name irgendwo auftaucht. Dann nimmt man sich diesen Link, füttert ihn entweder in die App oder in die Website oder in unseren Telegram-Bot ein. Und dieser Link kommt dann bei uns an. Wir prüfen das dann, wir sortieren das vor und wir geben eine Einschätzung, ob das eventuell eine Straftat sein könnte oder nicht. Also wenn jemand einfach nur, weiß ich nicht, ein Bild von einer Blume gepostet hat und jemand meldet das bei uns, dann kommt das definitiv nicht zu einer Anzeige. Bei anderen Dingen allerdings dann sehr häufig schon. Es gibt natürlich auch die Situation, wo ein Antragsdelikt vorliegt, was dann vom Betroffenen oder der Betroffenen selber angezeigt werden muss. Da unterstützen wir mithilfe eines Strafantrags und das geht natürlich nicht anonym, aber das sagen wir den Betroffenen dann auch immer direkt mit. Und alle anderen Straftaten, die eben kein Antragsdelikt sind, die kann man bei uns melden und für den Fall, dass wir denken, es liegt hier eine Strafbarkeit vor, leiten wir das dann weiter an die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Das ist die ZIT und das ist eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Und die ermitteln dann die Täter und leiten dann eventuell auch ein Strafverfahren ein. Das Gute an Hassmelden ist, wenn man möchte, bekommt man von uns eine Rückmeldung, ob das von uns angezeigt worden ist oder nicht. Das kann man bekommen, indem man zum Beispiel den Telegram-Bot benutzt oder die App. Und wenn man es über die Website macht, dann hat man die Möglichkeit, seine E-Mail-Adresse anzugeben oder irgendeine Kontaktadresse. Und wir schicken dann eine Rückmeldung, ob wir es angezeigt haben oder nicht. Oder ob wir eventuell nochmal Unterstützung brauchen in Form eines Screenshots eventuell. Manchmal werden uns auch Dinge gemeldet aus privaten Bereichen des Internets, wo wir dann eben keinen Zugriff drauf haben und wo wir dann nochmal sagen, hey, kannst du uns nochmal einen Screenshot schicken? Das wäre sehr nett von dir und dann können wir auch weitermachen damit. Hassmelden.de hat übrigens momentan auch wegen der Corona-Krise sich auch mal in den Bereich Kontakttagebuch mit eingeklinkt. Und wir haben ein Kontakttagebuch programmiert. Das ist eine App. Und die heißt Dein Tagebuch, findet man im App Store, gibt es momentan nur fürs iPhone. Und da kann man eben auch regelmäßige Ereignisse und sowas eintragen. Genau, und nochmal die Handlungsmöglichkeit, wenn ich einen Dickpic bekommen habe.
Man kann es natürlich auch via Hass melden, dann per Strafantrag oder per Anzeige können wir das dann behandeln. Aber es gibt auch Distinction.com. Distinction.com beschäftigt sich genau nur mit diesem Phänomen. Ist eine super gute Sache. Wenn man ungefragt ein Dickpick bekommen hat, dann kann man sich an Distinction.com wenden und bekommt dann Unterstützung, wie man jetzt damit umgehen soll, wie man die Beweissicherung am besten macht und wie man eine Strafverfolgung einleitet eventuell. Ja, wie gesagt, wir sind irgendwie sehr gut in der Zeit heute und würden deshalb schon in den Austausch gehen, wenn das für alle in Ordnung ist. Okay, ihr seid alle drauf. So, dann schon mal vielen, vielen Dank. Das ist ein unheimlich großes Thema und ein wichtiges Thema. Und ich finde es super, dass ihr dann da einen Talk drüber macht. In der Hoffnung, dass man natürlich immer selbst sowas nie mitmachen müsste. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass irgendwie jedes Mädel das mal mitmachen musste. In irgendeiner Weise auch immer. Das Internet ist eben sehr anonym und da denken es wahrscheinlich viele, das ist eine Einladung für sowas. Ja. Es gibt auch einige Fragen. Die erste Frage von Kam, ich hoffe, ich spreche den auch richtig aus. Die Gerichte haben ja, zurzeit sind die ja unheimlich überlastet. Habt ihr da auch irgendwie so eine Art Referenzzeit, was da die Bearbeitungsquote sein könnte, die Laufzeit der zur Anzeige gebrachten Fälle? Wie lange sowas dauern kann? Ich sag da gerne mal was zu, ansonsten kann Pia mich ja auch gerne ergänzen. Klar, mach gerne. Also es ist immer, wegen Datenschutz und sowas haben wir natürlich nicht Einblick, was passiert jetzt mit den meisten Dingen, die wir da jetzt zur Anzeige gebracht haben. Wir haben, also in manchen Fällen, klar, bekommen auch wir eine Rückmeldung. In anderen Fällen ist es aber auch ganz klar, dass aus Datenschutzgründen wir da jetzt nicht über alles auf dem Laufenden gehalten werden. Wir kriegen aber hin und wieder doch mal ein paar Zahlen, wie sich das denn entwickelt mit der Zusammenarbeit von der Generalstaatsanwaltschaft und uns. Und wir können so viel sagen, also von unserer Seite aus ist die Bearbeitungsdauer, je nachdem wie das Aufkommen an Meldungen gerade ist, kann das ein paar Minuten dauern, bis wir was zur Anzeige gebracht haben. Aber es kann eben auch mal ein paar Tage dauern, je nachdem, was gerade in der Welt so passiert ist. Wir haben zum Beispiel auch herausgefunden, wenn ein Anschlag irgendwo stattgefunden hat, dann gehen bei uns immer die Meldungen ziemlich durch die Decke, weil dann auch wieder sehr, sehr, sehr viel im Netz stattfindet und dann auch wirklich, wirklich viel gemeldet wird. Und deshalb, also von unserer Seite pendelt das zwischen Minuten und Tagen, je nachdem, was gerade los ist. Und hin und wieder bekommen wir, wie gesagt, auch mal Rückmeldungen von der Staatsanwaltschaft. Aber hauptsächlich sind die ja auch damit beschäftigt, erstmal herauszufinden, wer ist denn überhaupt der Urheber? Und es gibt viele Leute, die solche Dinge im Netz nicht unter ihrem Klarnamen machen, sondern die natürlich sich ein Fake-Profil erstellt haben und vielleicht auch ihren Standort verschleiern, was auch immer. Da ist es dann natürlich schwieriger herauszufinden, gegen wen wird jetzt ermittelt. Aber es ist doch auch sehr, sehr, sehr häufig, dass Menschen unter Klarnamen solche Dinge im Netz schreiben, weil sie sich dort eben so sicher fühlen und weil sie denken, so ja, das Netz ist halt irgendwie schon so ein rechtsfreier Raum und mir passiert schon nichts. Und da kommt dann irgendwann das böse Erwachen, wenn die Polizei vor der Tür steht und dann mal anklopft. Beim Thema sexuelle Belästigung hat man eben dadurch, dass der Täter häufig auch aus dem persönlichen Umfeld kommt, eine größere Chance zu ermitteln, wer war denn das jetzt überhaupt? Und da ist dann die Bearbeitungszeit dementsprechend auch schneller. Mhm. Ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Tatsächlich. Habt ihr dann tatsächlich auch schon Fälle gehabt, wo richtige Stalker auch schon unterwegs waren? Weil das gibt es ja natürlich auch, dass dieselben Leute immer und immer und immer wieder was dazu schreiben. Also das hatten wir konkret bei Hassmelden nicht. Es gibt noch eine andere Organisation, die heißt Hate Aid. Die kümmert sich noch viel mehr ganz spezifisch um solche eher Antragsdelikte. Also wir bei Hassmelden, wir zeigen vor allem
so Straftaten an, die keine Antragsdelikte sind, unterstützen bei Antragsdelikten, aber Hate Aid bieten dann auch aktiv eine Opferberatung an, was wir einfach leider nicht leisten können. Und bei denen wissen wir schon, da sind zum Teil richtig heftige Fälle. Also genau das, was du vorhin gesagt hast, ist, dass Stalkers sind und so weiter. Da hören wir dann auch immer wieder von Fällen von Frauen, die zur Polizei gehen und zum Beispiel auch sowas wie Revenge-Porn oder dass halt eben irgendwie Nacktbilder ohne Zustimmung weitergeschickt werden, dass dann irgendwie Polizeibeamten zeigen und da dann gesagt wird, ja, machen Sie halt den Laptop zu oder ja, beschäftigen Sie sich halt nicht mehr damit und dass da wenig Verständnis dafür ist, was da eigentlich passiert. Das hängt natürlich immer von der Polizeistation ab und wie Mia vorhin auch gesagt hat, da hat sich viel getan, aber es kommt trotzdem leider immer wieder vor. Was ich vorhin noch sagen wollte, weil die Frage nämlich eingeleitet wurde mit, da Gerichte bekanntlich überlastet sind, das darf kein Grund sein, Dinge nicht zur Anzeige zu bringen. Muss man auch mal sagen, weil wenn sie überlastet sind, das ist nicht die Schuld der Person, die gerade angegriffen wird oder die gerade Gewalt erlebt hat. Und das muss trotzdem zur Anzeige gebracht werden, um eben zu zeigen, hey, da ist der Need dafür da. Also da müssen halt dann Stellen geschaffen werden. Und wenn man das nicht zur Anzeige bringt, dann wird auch nicht klar, was das für ein riesengroßes Problem eigentlich ist. Und dann bleibt es weiterhin, dass viele digital unaffine Personen an diesen Stellen sitzen, in den Ermittlungsbehörden, und sich das nicht ändert. Also wir haben das Gefühl, es ändert sich. Das Problem ist schon bei Weitem nicht mehr ganz so krass wie noch vor 2 Jahren, als wir uns gegründet haben. Aber auf jeden Fall Dinge zur Anzeige zu bringen, ohne schlechtes Gewissen, da irgendjemand zu überlasten, weil dafür sind diese Personen und dafür ist die Justiz auch da in Deutschland. Hin und wieder haben wir mal Meldungen, wo uns auffällt, okay, da wird immer dieselbe Person von derselben Person angegriffen. Und das fällt uns dann natürlich schon auf, wenn wir diese Meldungen bearbeiten. Und manchmal kommen auch noch Nutzerhinweise, also unsere NutzerInnen schreiben uns Hinweise und sagen, ja, mit dem habe ich schon irre lange Probleme und der schreibt immer wieder sowas. Und da ist es dann auch so, dass wir dann nochmal ausführlicher uns zurückmelden und Tipps geben, wie kann man sich jetzt verhalten. Ist das ein Antrags- oder ein Offizialdelikt? Können wir da eine Anzeige stellen? Dann ist natürlich auch der Betroffene oder die Betroffene wieder anonym und sicher. Genau, also sowas kommt halt auch vor, dass uns das auffällt. Dann Frage von Null. Wie viele der gemeldeten Straftaten werden am Ende tatsächlich vor Gericht, also mit erfolgreichem Ende, ausgetragen? Also konkrete Zahlen können wir da nicht nennen. Wir können so eine Einschätzung geben. Das hängt wirklich ganz maßgeblich davon ab, wie ermittelbar der Täter oder die Täterin auch ist. Also es gibt natürlich auch Frauen, die gegen andere Frauen digitale Straftaten durchführen. Also es kommt darauf an, ob man weiß, wer die Person ist. Das ist einfach das große Problem im Internet, die Anonymität, natürlich auch eine tolle Chance im Internet. In unserem Bereich ist es meistens eher ein Problem, leider, weil wir einfach nicht schaffen, die Täter zu identifizieren. Und die Generalstaatsanwaltschaft, die haben da nochmal andere Möglichkeiten, aber die großen sozialen Netzwerke, die sind natürlich sehr sparsam mit ihren Daten, was in vielen Bereichen ja auch sehr gut ist, was für die Strafverfolgung jedoch schwierig ist, wenn ein Staatsanwalt in Deutschland sagt, das ist eine Straftat, dass dann Facebook sagt, nö, finden wir nicht. Und deswegen geben wir dann die Daten des Täters auch nicht raus. Das ist natürlich schwierig und davon hängt vor allem das erfolgreiche Ende ab. Also natürlich davon abgesehen, ob es halt wirklich strafrechtlich relevant ist oder nicht. Wenn jetzt jemand einfach nur schreibt, du bist doof, dann würde ich mal sagen, okay, wird wahrscheinlich nicht ermittelt und nicht verfolgt. Wenn es aber wirklich strafrechtlich relevant ist und der Täter oder die Täterin ermittelt werden können, dann kann man schon davon ausgehen, dass es da auch ein erfolgreiches Ende geben könnte. Ganz interessant dabei ist, dass die Netzwerke, die großen sozialen Netzwerke, bei Themen wie zum Beispiel Kinderpornografie sehr viel schneller reagieren. Und wenn eine Ermittlungsbehörde an Facebook herantritt und sagt, wir haben hier einen Fall von Kinderpornografie auf eurer Website gefunden, wir brauchen jetzt Daten über den Nutzer, um den Täter zu ermitteln und auch die Kinder oder das Kind zu schützen. Da ist Facebook, Twitter, da sind die immer sehr, sehr schnell, auch mit der Datenherausgabe. Das Problem ist dann allerdings, wenn Facebook, Twitter, YouTube entscheiden, welche Straftat schlimm genug ist, um Daten herauszugeben, dann verschiebt sich da etwas in einem Bereich, der überhaupt nicht in Ordnung ist und der
definitiv nicht von sozialen Netzwerken entschieden werden sollte, sondern von den vom Staat, von den Ermittlungsbehörden. Tatsächlich dazu auch gleich eine Frage von Stefan, und zwar gar diese nicht so schlimm Meldungen, die jetzt Facebook und Co. als eben nicht schlimm betitelt haben. Habt ihr schon mal überlegt, die zu sammeln und dann einfach mal komplett zu schicken, um da halt eventuell öffentlich auch Druck aufzubauen gegenüber diesen Seiten, wo dann eben auch gezeigt wird, diese Meldung, dieser Post, dieses Kommentar wurde von dieser Seite eben als nicht als Gewalt angesehen oder als Belästigung? Tatsächlich haben wir sowas schon mal gemacht. Das ist jetzt... eine der Ursprungsaktionen, mit denen wir Hassmelden gestartet haben, dass uns eben aufgefallen ist, erstens, die Nutzer trauen sich manchmal nicht, Dinge zur Anzeige zu bringen, wissen nicht, wie das geht, aber andererseits ziehen sich die Plattformen auch sehr aus ihrer Verantwortung heraus, wenn sie eben sagen, dass solche Inhalte nicht strafbar sind oder halt nicht gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen. Und wir haben da einen sogenannten Standardcheck gemacht. Wir haben uns die Gemeinschaftsstandards von Facebook angeschaut, die sie sich ja selbst gegeben haben. Das ist so deren Etikette eigentlich. Und haben dann mal über mehrere Wochen hinweg ganz viel Hate Speech an Facebook gemeldet zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten. Und haben dann dokumentiert, wann haben wir gemeldet. Wir haben den Inhalt natürlich archiviert für uns. Wann haben wir eine Rückmeldung bekommen? Haben wir diese Rückmeldung nochmal überprüfen lassen? Welche Rückmeldung kam darauf hin? Und haben es, wie gesagt, Schritt für Schritt dokumentiert. Und am Ende hatten wir, glaube ich, die sehr unschöne Quote, dass circa 2/3 der von uns gemeldeten Inhalte nicht gelöscht worden sind, weil Facebook eben sagt, ja, das verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards. Und das war eben schon sehr deprimierend eigentlich, wenn man sich überlegt, wofür gebt ihr euch denn diese Standards überhaupt? Wir haben dann das weiterverfolgt, indem wir diese Meldungen ins Netz gestellt haben. Auch unsere Forschung haben wir zusammengefasst, haben ein paar Statistiken daraus gemacht und haben zusätzlich eine unserer Meldungen auf ein sehr großes Plakat gedruckt und haben es in der Hamburger U-Bahn 10 Tage hingestellt, an der U-Bahn-Station, wo morgens die Facebook-Mitarbeiter von dem Facebook-Standort in Hamburg ankommen. Und der Beitrag war, ich habe türkisches Blut, zwar nicht in meinen Adern, aber an der Stoßstange. Dann haben wir an Facebook gemeldet. Facebook sagt, ja, nee, wir verstehen, dass dich das stört, aber es verstößt halt nicht gegen unsere Standards und darf stehen bleiben. Und das fanden wir eben unfassbar. Und diesen Kommentar haben wir dann auf dieses große Plakat gedruckt, haben dann dazu geschrieben, Facebook, wir müssen reden. Und ich sag mal so, es ist ihnen aufgefallen, die haben auch reagiert. Allerdings ist das dann eben auch nur der Tropfen auf dem heißen Stein, wenn Facebook dann uns sagt, ja, gebt uns mal die Liste und wir prüfen das nochmal alles durch. Und dann ist eben auch sehr, sehr, sehr viel gelöscht worden im Endeffekt. Nur das ändert eben nichts am Grundproblem, dass Facebook die eigenen Gemeinschaftsstandards nicht durchsetzt. Was eben aber auch daran liegt, dass die Facebook-Mitarbeiter ziemlich viel zu tun haben und das meistens irgendwelche Menschen sind, die ja sich den lieben langen Tag solche Kommentare angucken müssen und darunter auch psychisch leiden. Vielleicht ganz kurz noch zur Anknüpfung, eigentlich nur ein Satz. Es stellt sich ja die Frage, wieso manchmal tatsächlich Gemeinschaftsstandards von Facebook oder anderen Plattformen über dem deutschen Recht stehen. Und das ist eigentlich der Moment, wo man sagt, okay, da läuft irgendwas schief. Und genau deswegen haben wir eben diesen Standardcheck gemacht. Und genau deswegen haben wir dann Hassmelden gegründet, weil wir gesagt haben, ey, diese Meldefunktionen, die reichen einfach nicht aus. Was einfach stimmt. Also vor allem auch diese, wie gesagt, wie auch immer sagt, diese Hemmschwelle. Das ist halt immer dieses Große. Frage von Null. Welche Möglichkeiten hat man als Frau, sich also frei, ohne Angst vor Diskriminierung und Beleidigung im Internet zu bewegen und gerade auf technischen Foren und so weiter? Gibt es da... Pia, möchtest du? Ja, ich überlege gerade, was ich darauf antworten soll. Also ich glaube, erstmal sind da die Möglichkeiten nicht anders als bei Männern. wenn man sich im Internet bewegt, ist ein guter Schutz auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube, es sind vielleicht jetzt doch einige Menschen da, die sich mit Schutz im Internet besser auskennen als ich gerade. Was ich mache, ist auf jeden Fall, so wenig Material wie möglich von mir ins Internet zu stellen.
mich regelmäßig auch was zu googeln und zu schauen, was man über mich findet und da einfach so sicher wie möglich zu sein. Das ist aber völlig unabhängig, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann. Das ist einfach eine Sache von Datenschutz. Als Frau spezifisch, ja, also was ich schon auch gemacht habe, ist natürlich, dass ich mir auch mal einen Fake-Account anlege und als Mann agiere. Das ist zum Teil auch einfach interessant, zu sehen, wie reagiert wird. Zum anderen kann ich meine Meinung auch anders anbringen. Das kann man natürlich machen. Man kann aber auch generell einfach schauen, dass man sich nicht unbedingt mit seinem echten Namen also anmeldet oder eben schaut, dass man eben so anonym wie möglich bleibt. So kann man sich wahrscheinlich am meisten schützen. Ist natürlich aber auch nur eine Symptombekämpfung. Also natürlich schade, wenn ich nicht mit meinem Namen und mit meinem Frau sein auftreten kann, sondern mich schützen muss. Aber solange man eben nicht an die Wurzeln des Übels gelangt, kann man dadurch eben diese Symptombekämpfung machen. Ich weiß ja, nicht, ob zudem führt das eben auch dazu, dass wenn ich eben dann mit einem Männer-Account oder einem geschlechterunspezifischen Account mich im Netz bewege, dass dann wieder dieses Phänomen auftritt, dass Frauen im Netz weniger sichtbar werden. Und das ist ja eben so ein Ding, was ein ganz, ganz großes Problem ist. Und uns wäre es halt lieber, wenn man da präventiv viel mehr machen könnte. Aber wir haben ja vorhin auch gesagt, da sind auf der Täterseite auch viele Dinge, die was mit Exhibitionismus zu tun haben oder mit Machtverhältnissen. Und das ist etwas, wo ein gesamtgesellschaftliches Umdenken stattfinden muss und dass solche Dinge an der Wurzel gepackt werden, dass sie eben gar nicht erst so massig ins Netz getragen werden können. Wenn wir gerade schon beim Online-Leben sind, Frage von Conjulio. Was sollte beim Design von Plattformen, sozialen Medien, Chats und so weiter beachtet werden? Vor allem nach den offensichtlichen Features wie Blocken, Muten, Melden. Was muss dann noch beachtet werden? Und gibt es Policies, die eurer Auffassung gut bzw. schlecht funktionieren? Also was auf jeden Fall, was mir da sofort einfällt, es gibt ja in Deutschland das NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und man kann nach NetzDG melden, also nach deutschem Recht melden. Und das ist zum Teil unglaublich kompliziert. Es sind einfach Riesenformulare, extrem hohe Hemmschwelle. Und dass man das benutzerfreundlicher macht, wäre sicherlich möglich, ist vielleicht aber oft auch einfach nicht im Interesse des Netzwerks. Und da muss man dann zum Beispiel oft auch angeben, welches Delikt der eigenen Meinung nach vorliegt. Und das ist eine Hemmschwelle, woher, also wenn ich jetzt ein Otto-Normalverbraucher bin, woher soll ich denn wissen, welches Delikt das jetzt ist? Und dann sage ich, gucke ich das durch und dann bin ich überfordert und dann denke ich mir, oh Gott, wenn ich das angib, dann kommt morgen die Staatsanwältin bei. Und dass man da die Hemmschwelle ein bisschen runtersetzt, ist schon wichtig, weil es muss auch klar sein, wenn ich was melde, dann kommt nicht sofort die Facebook-Polizei, tatütata, angefahren und nimmt einen mit, sondern melden geht immer noch mal durch weitere Hände. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Hemmschwelle so hochgesetzt wird. Also ich verstehe es schon, klar, um dann die Arbeit der Content-Manager irgendwie runterzufahren und niedrig zu halten. Aber dass man einfach die User-Experience beim, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber beim Blocken oder Melden, dass man die vereinfacht oder zumindest die Hemmschwelle ein bisschen niedriger ansetzt, das wäre schon mal eine gute Sache. Da kann ich noch was zu ergänzen. Und zwar sind die Netzwerke ja verpflichtet, diese Meldefunktionen laut NetzDG niedrigschwellig und einfach sichtbar zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es Zahlen, so aus 2020, ich kann die ja mal vorlesen. TikTok hat 2020 141.830 gemeldete Straftaten laut NetzDG bekommen. Twitter hat in dem Zeitraum knapp 766.000 Meldungen bekommen und YouTube knapp 389.000 Meldungen. Also alles in einem sechsstelligen Bereich. Bei Facebook sind 2018 laut Transparenzbericht 4.292 Meldungen eingegangen. Dann kann man sich überlegen, oh ja, dann ist auf Facebook die Stimmung ja wahrscheinlich total toll und niemand tut was Böses und das sind ja echt nur ein paar wenige und da kommt man ja mit klar. Ist nicht so. Große Überraschung. Es liegt eher daran, dass das Formular laut NetzDG auf der Facebook-Seite ziemlich versteckt ist. Also ich habe es bis heute nicht hinbekommen, das mal über mein Facebook-Profil zu finden, sondern ich habe es immer über Google gesucht, bis ich mal das NetzDG-Formular gefunden habe. Und das ist eben genau das, was Pia dann gerade erzählt hat, dass man da erstmal eingeben muss, welche Straftat wurde begangen, welcher Paragraph.
dann soll ich selber noch freitextmäßig beschreiben, was ist da überhaupt passiert und weshalb schätze ich das als strafrechtlich relevant ein, ich als Laie. Und am Ende muss man dann auch nochmal, da steht dann, sind Sie sich bewusst, dass wenn Sie jetzt hier eine falsche Meldung abgeben, dass Sie sich damit eventuell auch selber strafbar machen? Also es werden die Leute wahnsinnig eingeschüchtert, so dieses, hey, willst du dir das nicht nochmal überlegen? Wahrscheinlich machst du dir damit am Ende doch noch ganz, ganz viele Probleme selber. Und das ist der Grund, weshalb Facebook eben so wenige Meldungen bekommt. Und da muss dringend nachgearbeitet werden. Wie gesagt, auf Twitter und YouTube ist es auch nicht optimal, weil man da eben auch Paragraphen angeben muss. Aber man klickt sich durch und muss da vor allen Dingen nicht Klarnamen und Adresse angeben. Ja. Und da muss ganz, ganz dringend nachgearbeitet werden. Ich glaube, Mia, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich glaube, da wurde aber auch eine Strafe dann verhängt deswegen, oder? Genau. Facebook musste dieses Jahr, letztes Jahr, ich weiß es gerade nicht genau, entweder 1 oder 2 Millionen Euro Strafe zahlen in Deutschland deswegen. Allerdings, das sind so Beträge, die Facebook jetzt nicht so wirklich jucken. Hm. Und wir hoffen immer, dass da nochmal mehr passiert und Facebook diese NetzDG-Meldefunktion dann auch mal niedrigschwelliger anbietet. Und wenn man die NetzDG-Meldefunktion mal benutzt, dann sind die Ergebnisse auch meistens ziemlich zufriedenstellend, was aber auch eben daran liegt, dass da wirklich ein paar Juristen sitzen. Also die haben kein besonders großes Team an Juristen, die sich damit beschäftigt, aber es sind eben Juristen, die dann zu den NetzDG-Meldungen eine Einschätzung geben. Und bei 4.000 Meldungen im Jahr kann man das ja auch hinkriegen. Also das ist nicht so das Problem auf Facebook-Seite. Nur sie schönen halt damit wahnsinnig ihre Zahlen. Nicht nur, dass die Hemmschwelle natürlich dadurch, dass es alles so ein Wald an Paragraphen, wo man sich dann durchhängen muss und dann eben, wie ihr sagt, mit solchen Rückmeldungen wie, dass man selbst aufpassen muss, dass man jetzt keine Falschaussage sozusagen macht, eine falsche Anzeige, dass das natürlich alles nur noch ein bisschen zurückschreckt. Genau. ExoKL gibt dann auch noch den Hinweis, und das ist auch sehr richtig, das werdet ihr wahrscheinlich auch nur bejahen, dass auch die Geschwindigkeit, also zeitnahes Handeln beim Anzeigen sehr wichtig ist, ja, damit die Beweise einfach gesichert werden, dass diese Screenshots gemacht werden, damit nichts im Nachhinein noch schnell gelöscht werden kann und dass man einfach was Handfestes dann auch hat, ne, dass man es eben nicht verstreichen lässt. Genau, ja, absolut. Also vor allem das Screenshotting ist enorm wichtig, weil ja, genau dann, wenn man einen Screenshot braucht, dann wird der Post dann plötzlich doch gelöscht von Twitter. Und dann ist der Post weg, zumindest für uns nicht mehr einsehbar. Und da ist es wichtig, dass man die Screenshots so schnell wie möglich erstellt. Bei Hassmelden arbeiten wir daran, das möglichst automatisiert zu machen, also über eine API das Screenshotting in dem Moment zu machen, wenn die Meldung bei uns eingeht, einfach um sicherzustellen, dass wir Beweise haben. Das ist enorm wichtig. Ja. Ja. Deswegen auch wirklich bei jedem, der irgendwie überlegt, sich was anzuzeigen, immer screenshotten, am besten Zeit, Daten, URL, alles, was Mia vorhin im Vortrag gesagt hat, muss sichtbar sein. Das ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Genau. Frage noch von, Entschuldigung. Ich kann da eben noch kurz was ergänzen. Wir haben es mittlerweile auch relativ häufig, dass gerade auf Twitter findet da immer so ein, es ist schon ein bisschen wie so ein Krieg zwischen verschiedenen Gruppen, was da teilweise stattfindet. Das ist richtig krass, was wir dann da an Einblick bekommen in Streitgespräche, die da stattfinden und die dann eben sehr häufig auch in strafbare rüberwechseln. Und da ist es ganz häufig, dass jemand dann gesagt hat, so, ich habe dich jetzt bei Hassmelden eingereicht und wir gucken dann nochmal drauf, okay, wir haben zwar einen Screenshot, aber vielleicht können wir nochmal einen besseren machen oder so. Und dann sieht man, diese Meldung, dieser Tweet wurde vom Verfasser gelöscht. Also, dass manche Leute dann selber schon versuchen, ihre Spuren sozusagen zu verwischen und eine Beweissicherung schwieriger zu machen. Aber glücklicherweise ist das bei uns mittlerweile schon sehr fix alles. Also, dass wir da bessere Möglichkeiten haben, diese Beweissicherung automatisch abzuschließen. Frage noch von MSKI. Könntet ihr bitte noch mal genauer erklären, welche Online-Gewalt Antragsdelikte sind und nicht anonym angezeigt werden können? Ja, also Antragsdelikte, das sind zum Beispiel diese Ehrdelikte, also Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede. Auch das ist bei Walter Lübcke ist das sehr häufig passiert, dass im Nachhinein das Andenken von Walter Lübcke online beschädigt worden ist, indem Leute gesagt haben, ja, hat er ja verdient, wobei das auch wieder hier diese Billigung von Straftaten ist.
aber eben auch, ja, endlich trifft es mal den Richtigen, also wo eben der Verstorbene beleidigt wird. Das ist ein Antragsdelikt, das kann von den Angehörigen angezeigt werden. Und die Offizialdelikte, das sind größtenteils, was bei uns eingeht, ist Volksverhetzung, Verleumdung, Volksverhetzung und Bedrohung und solche Dinge. Oder Gewaltdarstellung ist auch ein häufiges Phänomen, was wir da auf den Tisch bekommen. Und genau, noch ein Antragsdelikt ist eben diese Veröffentlichung von personenbezogenen Daten. Das kommt auch hin und wieder mal vor. Sehr schön. Jetzt gehe ich gerade die Fragen nochmal grob durch und ich glaube, wir haben alle gut beantwortet. Es gab viel, viel positives Feedback. Das ist leider schön. Auch zwei negative Kommentare und die beiden, die die negativen Kommentare geschrieben haben, falls zwei verschiedene Personen ist, sage ich jetzt einfach mal, denkt doch mal drüber nach. Schaut euch den Talk nochmal an. Okay. Anne Roth von Karl Social dankt ebenfalls für den Talk und weist auch auf ihren Talk beim Campin, der ein ähnliches Thema hat. Das ist immer schön, sich gut damit auszukennen, ist immer ganz gut. Und okay, gut, dann hat alles soweit gut geklappt. Vielen, vielen Dank für den Talk. Ganz spannend, hassmelden.de wird man sich irgendwo gut merken können. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal weniger wird. Aber es ist nun mal ein anonymer Raum und da fühlt sich jeder eingeladen. Ja. Oder viele leider. Ja, auf jeden Fall. Ja, danke schön. Danke schön, dass wir den Talk halten durften. Gerne. Der Talk, der lebt meistens immer vom Austausch. Das war jetzt natürlich, ist im Livestream natürlich nicht so einfach. Aber vielen Dank auch für die ganzen Fragen, die eingereicht wurden. Ja, und ich hoffe, wir können alle ein bisschen was mitnehmen. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank. Und auch für die Möglichkeit und fürs Zuhören sowieso und auch für die Fragen. Und so gehen wir erhobenen Hauptes zurück ins Camp. Viel Spaß noch beim RC3. Bleibt gesund und einen guten Rutsch. RC3.